Hallo Emanuel, du hast in der Fastenzeit Plastik gefastet. Ist seit der Zeit was bei dir hängen geblieben? Hast du was mitgenommen? Ja, es ist ganz richtig, dass wir Plastik gefastet haben. Und ein Problem, vor dem wir so gestanden sind, waren Nudeln. Weil es hat keine Bio-Nudeln in plastikfreier Verpackung gibt. Und nachdem ich schon, wie ich meine Kochausbildung gemacht habe, gelernt habe, wie man Nudeln macht, das habe ich eigentlich nie praktiziert habe, da habe ich mir gedacht, dann fangen wir mit an, dass wir das selber machen. Und sie bestehen eigentlich aus ganz einfachen Zutaten, genauso Olivenöl, viel Eier braucht man dazu und einen Hartweizengrieß oder Mehl, das geht natürlich auch. Und so haben wir dann in der Fastenzeit angefangen zum Nudeln machen. Ganz normale Bandnudeln. Man kann auch, die sind ein bisschen gelber mit Kurkuma eingefärbt. Und das sind Lasagneblätter, die was mit roten Rüben eingefärbt sind. Und damit man das natürlich wieder mitgeben kann, wiederum ohne Plastik, ganz einfach in ein Rexglas verpacken oder in irgendein Papiersäckchen oder ein Gebäck oder so. Und wenn die mal trocken sind, was relativ schnell geht, dann sind die ja ganz anhaltbar. Werden ganz hart. Und wie gesagt, also es fällt nirgendwo ein Plastikopfer an. Und der Kreativität beim Nudeln machen hat keine Grenzen gesetzt.